Hier ist, glaube ich, irgendwo eine Waffe. Ah, da unten ist die Waffenkiste. Er ist getroffen. Oh fuck. Ich hab hier ein paar Typen gekillt. Und jetzt haben wir oben Markierung, jetzt werden wir verfolgt. Schreibt dir das Waffenpaket, wenn du es noch nicht hast. Waffen-Upgrade? Wo? Das ist ein zweiter Tango. Drittes Ziel. Im Haus? Okay, wo? Hier hinten. Komm. Hier war ein Waffen-Upgrade. Bin ich immer aus. Hier. Geil. Das kann ich gut gebrauchen. So, jetzt müssen wir noch schnell in das andere Gebiet drüber. Also, über den Zaun müssen wir noch rüber. Weil da ist noch ein weiteres Waffen-Upgrade. Halt, und da ist. Richtig viel Zeug. Jo. Sauber hier drüben. Oh, der hat uns verloren. Übelst hier Zeug, ey. Obwohl das immer nur 50 EP sind, aber. Ja. Nee, das sind ja keine EP. Neue Ressourcen, die wir brauchen, um Fähigkeiten dann freizuschalten. Ach so. Ah, ja. Und mal draußen ist hier auch noch so eine Kiste. Ach nee, die ist nicht draußen, sondern das ist irgendwo anders. Mal zu dir? Ja, lass mal kurz mit dem Helikopter einfach rüberfliegen. Nee, warte mal, hier kannst du rüber. Oh, hier. Hier ist ein Gang. Hier ist die Tür auf. Ah, okay. Ja. Es ist. Keine Gegner jetzt. Ah, hier ist noch sowas. So. Ach, Waffen-Upgrade ist oben drüber. Hier ist eine Waffenkiste. Aber. So eine. Jetzt. Stand falsch davor. Und Ausrüstung. Die schon immer haben. Ne, Schrotgewehr. Und dann haben wir ein Visier bekommen und jetzt kriegen wir eine Waffe. Jo. Schrot. Kaktus müsste links vorbei. So, wo laufen wir jetzt hier lang? Helikopter. Ach, Helikopter. Joa. Keine Sorge, mein Bruder ist bei den Nightstalkern. Kann das Teil schießen? Alter, schießen! Alright. Okay, das ist nett. Hier stehen sie im Flugzeug. Da. Wir können weiter. Musst du Enter drücken. Das stimmt, ja, danke. Müsstest du von ganz oben irgendwie falsch hören und dann direkt drauf.
Mal gucken. Vielleicht links eher so an der Anhöhe da irgendwie so. Ja, gut, warte. Wer von uns fliegt? So. Ja, du fliegst gerade. Nee, ich meine. Dann das Flugzeug. Achso, weiß ich noch nicht. Komm. Wer eher dran ist. Schon. Oh. Ich muss den Ding hier nochmal gucken. Im Schießen. Ja, da kann ich schießen. Ja, kurz, ein bisschen auf. Sehe Kartellschützen mit schwerem MG. Beim Flugfeld. Schweren MG, irgendwie. Ah, da, also der hält richtig viel aus. Wenn du den wegsnipern kannst, dann. Der mit dem Schild? Ja, den musst du auf jeden Fall wegsnipern, weil der muss mit einem Schuss sterben. Meinst du so? Das ist ein Treffer. Ja, nur hätte ich gerne ein bisschen Positionen gewusst gewesen, weil wenn die das gesehen hätten, wäre jetzt ja, Hacke. Oh ja, ja. Aber wenn du die einzeln rausnehmen kannst, dann tu es. Versuch mal den da und den auszuschalten. Soweit? Oh. Okay, es ist alles gut. Noch ein? Können wir da, oder? Wir sind durch. Und Fähigkeitspunkt. Ach, oder hier wieder so noch. Oder. Mal gucken. Nett. Ob das zu meiner Ausgehuniform passt? Ach, und da ist noch anderes Zeug da. Ammonia? Ah, hier ist noch weiter. Okay. Ich werde fahren. Kann man da auch zu zweit? Wir fliegen jetzt oder was? Scheiße. Ich hab Angst. Unser Bedürfnis erfüllt. Warte mal kurz. Ja. Ich hab noch die Tonne hier. Ich muss mit. Ja. Ich kenne ja, du musst nur hoch genug fliegen, dann kann ich aussteigen. Du willst abspringen oder was? Ja, im falschen Moment. In der Absturz. Wohin willst du abspringen? Nee, war ja nur so, wenn. Falls. Gleichheit nehmen. Möge Santa Muerte euch segnen. Ja, sie sehr. Hier wäre es nicht so gut abgeschossen zu werden. Eben Ding. Jetzt erstmal durchlöchern. Erstmal die Tragflächen durchlöchern hier. Amada Santa Muerte, bendito. Hier spricht El Cardinal. Er ist gar nicht so schlecht, das Spiel. Eine wichtige Botschaft für Bolivien. Hütet euch vor dem Lügen, die Agatarius seine Rebellen verbreitet. Ja gut, aber ihr merkt schon, die werden immer stärker, ne? Also von den Gegnern und so, was da drum schwirrt und so. Das sind leere Versprechungen. Wenn man so die Markierungen sieht. Das Volk ist nur gleich, wenn es aufgezogen wird. Oh, ist ein Tick schnell. Pakatari. Würde die Früchte eurer Arbeit ernten und den größten Teil behalten. Denk ganz klar. Boah. Ja. Nicht so. Ernten, was ihr gesagt habt. Guck, du hast die Fahne da umgeknickt. Ich blieb fast. Niemals. Verbessert. Sieht alle Teile aus. Dann los. Melden wir den Rebellen, wo sie ihr neues Spielzeug finden. Neue Fertigkeitsstufen. Stufe 6. Hier. Ich habe jetzt, glaube ich, sogar schon mir C4 geholt. Das heißt, wir können mal auf den Berg gehen, wo wir den Turm in die Luft sprengen sollten. Warte mal, ich würde jetzt erstmal. Und ein neues Visier haben wir auch.
Das ist von der Präzision besser und Reichweite. Nett. Ah, so eins, aber. Und Scharfschützenwaffe, mal gucken, hab ich da, kann ich das ändern? Nee, warte mal, hä? Kann ich nicht, weil das eine mit. Nee, weil ich da nicht hab, stimmt, ich hab's, deswegen kann ich nicht ändern, wahrscheinlich. Was haben wir denn hier so lautlose? Was reduziert auf? Zeig mal ein. Quatsch. Also sagt der Colonel, das ist doch ein Spiel. Das Spiel ist toll, wird Ihnen gefallen. Es geht so. Ich frage Sie was. Wenn Sie nicht antworten, zahlen Sie mir 5 Dollar. So, gucken wir mal. Achso, geh nochmal ins Menü und drück mal Enter. Ja, der Colonel grinst. Abisch. Wie weit sind Erde und Neptun? Die Frage, was man hier macht jetzt. C4 hat man noch nicht, ne? Ja doch, ich hab jetzt C4. Achso. Dann will ich ja wieder hier zu dem Berg. Nochmal sicherheitshalber nah. Wirkte C4 habe ich. Wenn du soweit bist. Ah, ich hab grad. Komisch. Wie benutze ich mein C4 jetzt? Ich hätte einen Granatwerfer. Benutzen? Achso, da sollte ich vielleicht nicht dran stehen. Wie kannst du es benutzen? Nee, du hast ja nur C4, ne? Ich habe ja keinen. Also ich hab's ausgerüstet, aber. Meistens steht es ja irgendwie da. Oder soll ich aufspringen mit Granatwerfer? Ja, nochmal probieren, dann kommen wir hier nach oben. Also die Tür mal probieren, ja. Ja. Hat geklappt anscheinend. Tango getroffen. Nett. Check mal das Ding hier. Das Loch im Funknetz des Kartells gibt den Rebellen Grund, mutiger zu werden. Aha. Ein mutiger Typ. Rebellenunterstützung. Ah, es kommen wieder die Typen, die dann einfach jeden abschießen. Oh, fuck. Na? Was? Bin ich runtergelaufen, da waren ja irgendwie plötzlich 5 Gegner. Ich hab 2 umgenietet. Oder 3. Das war etwas überraschend. Danke. Oh. Sauber. Seid ihr okay? So. Mach die Tür unten auf.
Aufmachen? Geht nicht. Ja, du hast jetzt einen Granatwerfer. War das ein Waffen-Upgrade, was du dir geholt hast? Ja. Nee, ich hab hier Fähigkeitspunkt. Hab ich auf dem Granatenwerfer mal benutzt. Ja, aber benutzt. Das meine ich ja. So. Upgrade. Ganz nett, eigentlich. Ah, ja, stimmt, dann hätten wir auch eine normale Granate benutzen können. Weiß nicht. Ob das auch geht. Haben wir nicht probiert, ne? Ja. C4 ist aber natürlich spektakulär, ne? Also ist natürlich. Ja, aber das ist wahrscheinlich nur für bestimmte Missionen. Mit dicke mit mehr gepanzerte Türen oder so. Hier ist auch ein Heli, ne? Ja. Schwarz sieht aber besser aus. Was hältst du davon? Auf der Karte haben wir noch Markierung für zwei Waffen-Upgrades und eine neue Waffe. Wollen wir eine neue Waffe machen? Ja, neue Waffen lieber. Sie jetzt aber auch nur halb markiert, oder? Reicht aber. Boah. Woka-Farm, aha. Nee, aber schon mal auf der Karte jetzt grüne Autos, das heißt, das haben die Rebellen selber Autos, mit denen sie hier erfahren. Ja, das war das mit den Hacken, da haben wir das gehackt. Ja. Und dann haben die selber mal Autos. Nett, nett. Armes Superberg. Weißt du gar nicht, wie lange du heute noch machen willst? Weil morgen hat schon. Es ist ja schon bald um 4, oder? Ja. Ja, halb 4. Oder halb 4. Hm. Halb 4. Ist doch erst halb 4. Ja, das können wir bis um 4 machen und dann. Aber wie gesagt, Nachmittag hätte ich dann. Also ab. Kaffee trinken Zeit oder so, vielleicht ein bisschen danach. Hätte ich eigentlich Zeit. Ja, klar. Ich weiß gar nicht, wie lange geht denn die Peter? Oben. Peter. Vielleicht bis das Spiel rauskommt, bis März oder so, das wird. 7. März stand es im Twitter, ne? 7. März kam da raus. Aber so lange machen die hier oben Beta. Könnte ich nicht. Genau. Vielleicht. Aber ja, 7. März, stimmt, wir haben ja. Vom Handy. Handy, gib mir meinen Kalender. Das ist theoretisch in 2 Wochen. Ich erkenne eine kleine Gruppe Gegner. Ja, gut, 1 Woche und 2 Tage. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Na? Kann das gut sein, das ist vielleicht schon eine Woche? Abschützengewehr. Das ist auch dasselbe. M40A5. Das hab ich sogar. Oder? Jo. Nett. Nett, nett, nett. Ich bin über Feindesland abgesprungen, 80 Kilometer marschiert und habe einen Dutzend Terroristen mit bloßen Händen getötet. Und der Marine so, gar nicht mal schlecht, aber ich bin an der Küste gelandet, 100 Kilometer marschiert und habe 50 Terroristen mit bloßen Händen getötet. Marines können reden? So ein Quatsch. Egal, also der Ziel so, ich bin 120 Kilometer zur Küste geschwommen, 140 marschiert und hab ein ganzes Terroristenlager mit bloßen Händen getötet. Der Ziel grinst bis über beide Ohren und fordert den Delta auf, da noch einen draufzusetzen. Der Delta Force sagt kein Wort. Er schüttelt nur den Kopf und schürt die Kohlen des Feuers mit seinem Schwanz.
diese Sätze mal von den Leuten. Das war wichtig. Nochmal. Ein Fischkatz? Ach, stimmt, ich hab ja nur zwei verbraucht. So. Das ist nur Munition. Sogar zwei Mopeds. Wie benutzt man den Granatwerfer? Du rechte Maustaste, ne? Und dann drückst du halt V. Damit kannst du den wechseln halt. Oh, also, den muss ich jetzt erstmal ausrüsten, Granatwerfer, oder was? Achso, den musst du auch anpacken. Das ist ja als den Granatwerfer musst du ja an deine Waffe ranmontieren. Ja, ah ja, das ist ein neues Teil. Ja. Und dann kannst du dann nochmal. Du musst halt zielen. V drücken und dann hast du es theoretisch. Ah ja. Nett. Weg ein, Klappe. So, der Herr, was hätten Sie denn gerne, wollen wir die Main-Quest jetzt noch mal ein bisschen weitermachen? Jupp. Naja, wir haben ja zwei von sechs Einsätze haben wir ja schon, ne? Wenn ich das so richtig sehe. Oder gibt's denn noch mehr? Das ist doch irgendwas. Aktivieren und verteidigen Sie den Sender der Rebellen. Kataris Rebellenbewegung steht kurz vor dem Einsatz. Wenn wir das hier, ne? Können wir später auf seine Unterstützung zählen. Wenn mir noch nichts markiert. Wollen wir direkt neben uns ist so ein Fragezeichen. Ja, das ist einfach nur ein Ort, den wir noch nicht entdeckt haben. Ja, aber da war doch meistens was. Das ist etwas komisch gelandet, das Ding. Voll direkt in der Kirche. Die Legende Hundedorf. Aha. Bailey ist nicht mehr zum Fliegen. Nee, der Hubschrauber, den kannst du nicht mehr zum Fliegen benutzen. Komm. Tango getroffen. Sauber, alle in Ordnung? Ich hoffe, wir haben genug Sprit. Was machen wir jetzt? Da ist ein Helikopter. Wer geht denn auch gleich ein Helikopter? Boah, was ist? Getötet.
Noch einer sitzt nicht da, oder? Doch, einer noch. Müsste. Wieso? Ah, ne. Granate kommt. Come mierda, culeros. Überprüft den Friedhof. Es gibt Ärger. Runter! Tango eliminiert. Boah. Hier ist ja irgendwas Rotes, gut gemacht. Grüne Zeug. Räumen wir auf und dann weiter. Hä? Liegt ja noch ein Fähigkeitspunkt, glaube ich. Innen drin ist das. Ich weiß noch nicht, wie wir da reinkommen. Granate? Granate fliegt. Ah, weg da! Granate habe ich eben schon mal probiert. Problem. Hä? Selbst das Ding nicht. Warte mal, dann müssen wir das dann irgendwie anders. Ah, hier Tür eindrehen. Weißt du, da habe ich eine Granate aufgeworfen. Da stand dann einfach Tür eindrehen da. Das soll ich noch verstehen. Tausend hier Granaten reingehauen. Vergiss nicht hier nochmal runter zu gehen, da unten liegt noch was. Bei den Friedhof? Ja, und geht. Oh, das ist wieder ein Heli mit Knarre. Auf diesem Orden ist eine Coca-Pflanze. Ziemlich cool. Was? Also. So, wir haben mal zwei Fertigkeitspünktchen. Ja, schön. Obwohl. Ja, ich mach mal dass die Munition erhöht wird, Kapazität von allen Waffen. Ist gar nicht so verkehrt. Na gut, das ist bergab. Theoretisch müsste es relativ fix gehen, ne? Es ist einfach Shift, damit dazu drückst. Beim Vorwärts. Nee, also man muss erst ein bisschen B drücken, damit er nach vorne geht. Für den Einsatz gemeldet hat, hätte ich nicht gedacht, dass der Medizin klaut und eine Hilfsorganisation ausschalten. Echt? Diese NGO ist doch Teufelszeug. Wir versuchen den Leuten zu helfen, aber es fühlt sich an, als wären wir die Bösen. Du darfst nicht vergessen, dass das Kartell das nur macht, weil sie die Leute für ihre eigenen Zwecke missbrauchen wollen. Was ist denn in meine Stadt? Sie verhungern lassen? Hab ich auch gerade gedacht. Das erste Mal, ne? Die NGO wird nicht einschreiten. Das wissen wir beide. Schon klar. Aber wenn wir nichts tun, macht das Kartell aus den Leuten Soldaten, Farmer und Kuriere. Santa Blanca richtet sie wie Hunde ab und verbreitet das Übel in die USA und Südamerika. Ja. Es gibt nun mal keine einfache Antwort. Wir dürfen quasi nur noch nicht in die Stadt. Schade. Sagen, ne? Ziel markiert. Behaltet sein Umfeld im Auge.
Zweites Ziel da drüben. Die Gegner. Den erstmal? Oh. Abschuss. Alles gut, alles gut. Dann den da. Und den. Ach, scheiß Baum. Doch, geht doch. Komischer Baum nicht auf mir. Nee, 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 nee. Das war's. Alle okay? Ach, diese Kaktusen, ne? Was, einfach nur den Strom? Das Strom? Ja, komm mal her, mach du mal. Okay, Strom deaktivieren. Zur nächsten Antenne, schnell! Hä? Wo tickt das? Nächste Antenne. Cool. Fliegen wir da hin? Ja, hatte ich vorgehabt. Wo ist der Helikopter? Verdammt. Das schnapp dir mal eine Karre, sicherheitshalber. Dreh mal um und schnapp dir mal eine Karre. Mach ich. Rechtzeitig schaffen. Wer wird das denn so schnell schaffen? Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Wir haben schon die halbe Zeit verbraucht. Wir schaffen das noch, oder? Muss man dann schon Feuer bei den Antennen sein? Das schafft man doch niemals in der Zeit. Muss im Helikopter dann vielleicht. Ah, nee, wir müssen durch. Dürfen nicht die Straße benutzen. Also, wieso dürfen wir nicht die Straße benutzen? Ja, weil das Zeit kostet. Ohne Straße gehen, wird's gehen. Fuck. Fuck, kommt Leute, wo ist das Problem? Oh. Überschlagen. Magst du nochmal umdrehen und nochmal. Meine Mutter, Haube! Wo? Ich weiß gar nicht, wo das war jetzt hier. Ja, das wird nicht mal gezeigt. Wir sind eine kleine Gruppe Tangos. War wahrscheinlich dort. In der Position. Na, wahrscheinlich erstmal was anderes machen, damit es wiederkommt. Aber ohne Straße wird's gehen. Wie gesagt. Verdammte Scheiße! Weiter und da mal weiter nach, also geradeaus weiter und dann in die Stadt. In die Stadt ich kommen wir ja nicht. Ja doch, wenn wir hier weiterfahren, dann kommt noch eine andere Stadt. Ach, die hier, Superküste oder was? Kochi heißt die. Ich schick dir einfach mal nach. Wo du langsam mal nach? Wo du langsamer bist. Achso, du. Jo. Oder wollten wir es selbst machen? Weiß nicht. Weil die sind ja relativ eng, die ganzen Leute, so Schlucht. Ich gerade keine Gegner.
aufpassen. Wir wollen keine Zivilisten töten. Oh, da ist einer. Gegner getroffen. Oh, da ist ein dickeres Ziel. Ja. Ich hab noch das ist im Gebäude irgendwie drin. Ah, hier ist Munition. Ach ja, kann ich Dings befreien. Ja. Kann uns gleich viel Ärger bereiten. Weil es ist nichts mehr Stealth. Alles okay, alles okay. Justo lo que buscaba para acabar con esos cerdos. Ein Drecksack weniger. Da hat der aber angeschossen, der Typ. Mit dem Maschinengewehr. Der Typ ging ja ab. Ging gar nicht so rüber, oder? So richtig? Den kriegen wir. Aber wir haben hier eine Kiste. War aber nicht, dass der Leutnant ist. Wer ist du der? Warte mal, hier ist irgendwo eine Kiste. Dort. Sie beruhigen sich. Tango ist tot. Da rückt Verstärkung für die an. Verstärkung an? Warte. Sauber hier drüben. 400. Gerade wieder Standbild. Echt? Ja. Aber bist noch drin, ne? Standbild. Ja. Diesmal. Ne, ich sehe die Gegner von hier nicht, schade. Bin ich doch noch dick zu weit entfernt hier. Sauber. Seid ihr okay? Sie beruhigen sich. Abschuss bestätigt. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Mal da, Waffenkiste. Waffenkiste? Nett. Oh, kann ich gebrauchen. Sehr lange noch. Sturmgewehrlau. Du bist runtergelaufen, ne? Ja. Bist du hier oben? Ja. Hier ist immer noch was. Die Unidad ist da lang. Oh, hier ist so ein... Oh. Feind am Boden. Nett. Der mich, glaube ich, oder... Da lebt aber noch einer. Ja. Kartelle nicht mehr.
Sauber. Alle in Ordnung? Sie nennt uns brutal und gewalttätig, ist aber nicht besser als wir. Benzel. Die Kartelle und Regierungen der Welt. Ein perfektes System. Ja, auf der Karte nichts angezeigt. Irgendso Messekreis. Ich war das. Passt. Panzer ist kaputt. Ja, das können wir nicht mehr nehmen, weil wir schon alles haben. Ja, probieren wir das mal noch. Ja. Oben hier ein... Ja. Ah, hier... Der Hubschrauber hier oben oder was? Nee, oder? Der ist hier oben drauf. Kann sagen. Hallo. Ich mach das, ich fliege. Wie meiner immer sagt, oder deiner, ich weiß gar nicht, ob das deiner oder meiner sagt. Oder meine. Weil die sagt immer in der Männerstimme, wurde immer gesagt, hier, lass das, ich fliege. Oder sowas. Ja, also bei mir hat eine Frauenstimme gesprochen. Komisch, ist halt noch eine Beta, ne? Ich erkenne eine kleine Gruppe. Der ist mir viel zu nah bei den Zivilisten. Du übernimmst den hier, ich stecke in den anderen. Achso. Dann müssen wir jetzt zu Punkt B. Einer muss zu Punkt B, der andere fliegt schon mal weiter zum nächsten Turm. Sagen. Oder ist das? Ups. Ah. Aber der fliegt doch, ne? Ja, fliegt du dann auch, aber. Ne, meiner nicht mehr, scheiße. Hab dir gerade gecrashed. Irgendwo. Shit. Na da. Ich flieg mal. Scheiße. Auf zum Punkt. Warte, da euer Gestein fliegt immer aufs Feld. War etwas zu freudig, hm? Ich höre jeder, du spielst mit Fallschirm ab. Ich abbringen? Ja. Ihr müsst Kopfhörer machen, glaube ich. Das geht erst ab. Ich habe schon Fallschirm abspringen. Wird eigentlich sofort reichen, du musst ihn nur rechtzeitig drücken. Mal nochmal kurz gucken, wo der andere Turm war, ungefähr. Oh. Ah ja,
Ne? Hat er gerade Wow, wann die den Gegner auf einmal? Huhuhuhu. Ich glaube, ich wäre soweit. Okay. Moment. Oh, ich werde von hinten. Oh, ich fall um. Down? Ja, ich bin umgefallen. Ja, die kam, Verstärkung kam da plötzlich. Und auch mit Helm und so, ne? Also. Ich glaube, die sind gerade vorbeigefahren. War ungünstig. Boah, es ist mies. Ich war, glaube ich, ein bisschen zu schnell. Also. Ja, das nur noch. Überlebung. 26. Das sind mehrere Gegner. Und Fisch. So einfach ist es gar nicht, das Gefühl. Damit. Komm, echt so einfach, manchmal ist es nicht so. Also nee, wenn du mal... Wenn man nicht vorbereitet drauf losgeht oder so. So. Ja. Oh, Stadt direkt hier neben den. Da ist ein zweiter Tango. Sehe einen dritten. Okay. Mal. Geh mal etwas zurück. Kannst du den da wegsnipern? Jupp. Naja, ich hab grad nur das Maschinengewehr, aber es kann snipern. Tango getroffen. Ist so, okay? Ist kommt die zur Hilfe, oder was? Und die wollen uns verarschen. So, fährst du mit dem Moped? Oder? Ja. Ich werde fahren. Kann natürlich sein, dass das irgendwie woanders ist, ne? Der zweite Punkt. Möglich, ne? Ja. Ab. Soll ich aktivieren? Nee, ne? Nein, bloß noch nicht. Erstmal gucken, ist das hier wesentlich leichter als. Ah doch, ich sehe es ungefähr, wo es ist. Aber trotzdem noch nicht. So. Nicht, dass du zu weit fährst. Jetzt aber, oder? Ja, aktivier mal. Ja, bin schon gleich da. War auch schnell noch eine Karre, dass da auch irgendwie. Wo? Ahnung. Vielleicht noch weiter. Gut gemacht. Es wird leichter für die Rebellen, wenn das Kartell ihre Stellung nicht mehr durchfunken kann. Nett. Nett. Bitte zu dir düsen. Das fällt ja. Glaubt ihr, LKD nahe glaubt seinen Bullshit über das Kartell eigentlich selbst? Warum nicht? Weil sie fast jeden verdammten Tag Unschuldige foltern und töten. Wie macht man das, ohne eine Miene zu verziehen? Indem man dir einen Haufen Geld bezahlt. Ich wäre sogar mal nett zu dir, wenn die Kohle stimmt. So, ich bin hier.
Zug? Ja, aber halt mal Tab gedrückt. Tab gedrückt haben? Passiert nichts. Dann muss man aussteigen. Ach, jetzt Tab gedrückt. Ah, cool. Hat er einen Fahrzeugabwurf angehoben. Ah ne, da unten steht's. Noch ich. Das ist nicht selber? Nee. Wenn du jetzt Tab gedrückt hältst, kannst du zwischen den... Okay. Also er hat Befehle, ne? Und dann halt, also das oberste sind die Befehle und dann das sind die Verstärkungszeug da. Nett. Natürlich nicht. Herr sagt, so wie du meinen Brüdern beigestanden hast, so hast du auch mir beigestanden. Daran glaubt Santa Blanca. Und als Diener Gottes weiß Santa Blanca, dass wir eine Welt erschaffen können, in der wir alle leben wollen. Wir geben Arbeitskraft. Das ist heute schon fast wieder kaputt, obwohl du eigentlich noch so ein bisschen gefahren bist. Baukran? Was meinst du? Ach, den da. Das wäre cool, wenn man da hinkommen könnte. Hier sind ein paar Narcos. Sag mir wo. Drüben beim Nahrungscontainer. Zweites Ziel da drüben. Aber ich glaube, man kommt da nicht hoch, weil die Treppe. Montierte Waffe. Ich habe zwei Sicarios, nicht hochgefahren ist, runtergefahren ist. Ich zähle fünf. Da ist eine montierte Waffe. Wo? Da. Ah, shit. Von hier nicht. Gute Idee, mal hier hochzulaufen. Besserer Überblick. Viel besserer Überblick. Die Waffe sieht man nicht. Was hab ich denn für eine komische Ausrüstung? Was hab ich denn hier für ein Zielfernrohr dran? Sieht irgendwie komisch aus. Mündung.
Okay, ich hab das nur, das ist Ihnen zur Auswahl. Hey, wir haben doch vor uns viel besser. Meinst du, auf den anderen Snipers war eine andere? Ich dachte eigentlich, das. Warum hab ich denn. Man kann irgendwie nicht so gut zoomen, hab ich das Gefühl. Wir haben eine schlechte. Ihre noch, da müssen. So wegspringt. Okay, es ist alles gut. Oh. Ich geh mal über. Ah ne. Ich wollte gerade hier rüber, aber da ist der Abgrund. Drittes Ziel da. Wo ist denn der Typ zu der Waffe? Den hab ich schon umgehauen. Achso. Aber hatten wir echt nicht vor uns ein anderes Zielfernrohr dran? Ja, weil das auch ein anderes Sniper war. Tango ist tot. Der fies. Drohne fliegt. Ah, ich würde keine Drohne. Ah, fuck. Verstärkung. Feindverstärkung im Anmarsch. Es funktioniert nicht. Granate fliegt. Also, sprich. Das. Oh, shit. Tango getroffen. Unter uns könnten wir jetzt vielleicht versuchen. Denn da uns muss wieder hoch, ist es ja sehr lebensgefährlich. Tango getroffen. Müssen wir kurz ausruhen? Ich bin gerade gut angeschossen worden.